Ja, heute ist Mittwoch und wie ihr seht, ist heute Regen angesagt. Hier ist Barbara mit ihrem schicken Monster Poncho. Sexy. Und auch ich habe meinen Regenrock rausgeholt und ja, es regnet. Also iselt so ein bisschen. Wird sich zeigen, wie lange das anhält, aber hier ist überall Nebel und nichts mit Aussicht heute. Und heute wird sich zeigen, wie sich unsere nicht wasserdichten Schuhe schlagen. Aber angeblich soll es um 10 Uhr aufhören. Es ist jetzt auch schon 9:30, glaube ich. Ja, eben sollte man noch um 9 aufhören. Also mal schauen, wie sich das heute entwickelt. Ja, also zum Glück aber hatten wir gestern nicht das Wetter, gestern war es Bombe, heute das krasse Gegenteil. Wie ihr seht, hier regnet es. Wir gehen stetig, aber langsam voran. Es ist weniger Regen als total windig. Das ist der Stausee wohl. Und das da hinten könnte Grandas sein. Und diese Leuchtboje ist Barbara. Und der blaue Himmel. Also vielleicht wird es ja doch noch was heute. Mit der Sonne. Thank you.
wir sind jetzt hier in Castro angekommen. Ich stehe jetzt hier am Fenster, weil wir haben zurzeit keinen Strom in der ganzen Herberge und ich bin auch noch nicht richtig geduscht, weil es kein warmes Wasser gibt. Das ist natürlich auch geil, aber Katzenmensch tut's auch. Meine Haare konnten mal gewaschen werden, aber gut. Gleich gibt's Essen. War wieder ein langer Tag. Wir sind so gegen 8.20 Uhr losgelaufen, haben so ein bisschen rumgetrödelt in zwei Bars, weil es doch sehr geregnet hat. Wie man sicherlich auf den Videos auch sieht. Wie gesagt, 25 Kilometer habe ich das jetzt gesagt. Es war wieder sehr anstrengend, viel hoch, aber vor allem viel runter. Und dieses Runter ist so horrible, so grauenvoll für die Knie für mich. Aber auch vor allem, ich habe zwei Blasen unter den Füßen jeweils, links eine, rechts eine, vorne unterm Fußballen. Und jeder Schritt nach vorne, es ist die Hölle. Also es macht keinen Spaß. Aber okay, jetzt ist es, wie es ist. Dadurch wird es natürlich sehr anstrengend. Und dazu kommt noch, wir sind mittlerweile in so einem Trupp, der sich immer wieder begegnet. Und das Schlimme, was mich echt zurzeit nervt, ist, da sind dann die Leute, die gehen später los als du, überholen dich dann trotzdem. Dann triffst du die in der Bar und dann machen die noch länger Pause als du. Und dann überholen sie dich wieder. Und landen dann vor dir in der Herberge, ja. Das ist für hier oben, finde ich, super anstrengend, weil das sind natürlich die Leute, die super schnell sind, sich wesentlich schneller regenerieren. Und du denkst dir so, oh, du bist eigentlich der, der die Regeneration braucht. Ich meine, klar, es ist kein Wettrennen, aber es ist immer leicht gesagt von denen, die dich überholen. Also finde ich zurzeit anstrengend mental, aber okay, wir sind heute... Jetzt, wir kommen gut voran grundsätzlich, wir sind schnell unterwegs, wir planen jetzt auch demnächst kürzere Strecken, weil wir einfach viel zu schnell sind. Es hat sich dadurch, dass heute das Wetter so scheiße war, auch echt gelohnt, dass wir am ersten Tag 36 Kilometer gemacht haben. Dadurch konnten wir gestern die Hospitalis machen, weil heute wäre die nicht machbar gewesen. Das war bei dem Wetter nicht machbar. Ja, ansonsten geht es uns gut, jetzt gibt es Essen und dann gibt es Bett. In diesem Sinne sehen wir uns morgen, wie immer, Buen Camino.